Alistair, der nicht mehr da ist. Kein Alistair. Warum? Was machen eigentlich Stan und Morrigan in meinem Zimmer? Wenn mich noch, nee. Was liegt an? Okay. Gut, dann sollten wir jetzt mal ein paar Kleinigkeiten erledigen. Die wir noch erledigen können. Ja. 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 Unbedingt. So. Was müssen wir denn jetzt hier noch in Denerim erledigen? Queste Ansturm? Nein. Denerim. Welle des Verbrechens. Prüfung der Krähen. Orsama. Dragoschuppen. Okay, die Welle des Verbrechens. Da müssen wir jetzt erstmal... dahin. Kann ich denn jetzt hier die Kommandantenklamotten tragen? Nö. Ach. Wie ihr wünscht. Das ist ein Problem. Schön viel Blut. Seht ihr das da? Das ist eine Falle. Aber selbstverständlich. Hund ist schon wieder nicht. Doch, doch, Hund. Ja, in Ordnung. Mal sehen. Aber selbstverständlich. Also, reizend. Du lernst noch nicht zu fürchten.
erledigt. Nicht auf. Morrigan, könntest du mal so freundlich sein und ihn da mal heilen? Dankeschön. Genauso wird es geschehen. Ich kann mich nicht bewegen. Der Ruhm ist unser! Selbstverständlich. Kann mal einer was machen? Morrigan vielleicht? Hä, das ist doch eine totale Verarsche. Komme ich hier jetzt nicht mehr raus? Ich war doch in der Dass da was ist, das weiß ich ja. Aber ich krieg das nicht auf. Nicht weg, meine ich. Verstehe ich nicht. Verstehe ich jetzt aber wirklich nicht. Magie soll dem Menschen dienen und ihn niemals beherrschen. Unglaublich, dass Ben Frenderell mich getäuscht hat. Seine Wachen hätten euch fast geschnappt. Ich fühle mich wie ein kompletter Narr. Hört zu, ich muss verschwinden. Hier habt ihr euer Geld zurück. Da die Sache so schief gelaufen ist, nehme ich nicht ein einziges Silber an. Gebt mir etwas Zeit und kommt dann zurück. Wir bekommen unsere Rache, das schwöre ich. Okay, warte mal.
Ich bin dafür, dass wir jetzt mal ins Lager gehen. Ich habe euch noch nicht gedankt. Ihr habt mich von den Krähen befreit und dennoch ist es mir bislang nicht eingefallen, euch dafür zu danken. Aus welchem Grund ihr es auch getan habt, ihr habt es getan und ich war der Nutznießer. Daher vielen Dank. Wir sind Freunde, Zephyrin. Es war mir ein Vergnügen. Ihr sagt das so ungerührt, aber für mich ist es sehr seltsam, so etwas zu hören. Bei den Krähen gibt es keine Freunde. Dennoch steht ihr hier vor mir und ich sehe mich veranlasst, euch als solche zu betrachten. Auch ich betrachte euch als Freund. Dann möchte ich euch etwas sagen. Was wir hier tun, die Verderbnis aufzuhalten. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie an etwas derart Wichtigem beteiligt. Ich habe vor, bis zum Ende an eurer Seite zu bleiben. Schließlich muss jemand dafür sorgen, dass ihr keines vorzeitigen Todes sterbt. Und wer könnte das besser als ein Freund? Ich halte das für einen ausgezeichneten Plan. Schon seltsam. Noch vor einem Jahr sagte Taliesin zu mir: Zephyrin, warum sind deine Pläne nur immer so schlecht? Planen gehörte noch nie zu meinen Stärken. Töten hingegen. Töten und Beischlaf. Töten und Beischlaf und geistreiche Erwiderungen. Das kann ich besser. Ich habe vergessen, worauf ich hinaus wollte. Naja, nicht so wichtig. Ihr wünscht? Was immer ihr wissen wollt. Ihr wünscht? Schon wieder? Ich bin Okay, hat Win noch was? Was habt ihr auf dem Herzen? Ich werde antworten. Nö. Ogryn. Was wollt ihr? Worüber genau? In Ordnung. Ei. Alt. Sie sagt, ich habe keine. Ich kann mit dem nicht reden. Ihr da. Ich habe euch beobachtet. Bekommt man hier auch Soße zu diesem knusprigen Hinterteil? Oh, bitte legt euch ins Bett, Ogryn. Genau das hatte ich vor. Dann geht und macht euch bereit, Frau. Ich komme gleich und sehe nach euch. Für euch nehme ich mir die Zeit. Ja. Was verdammt gibt es da zu erzählen? Ihr werdet wütend, stürzt euch in. Das Schwierige daran ist, Zannen. Davon müsst ihr euch lösen. Bei manchen genügt es, wenn sie einfach kämpfen. Andere müssen an etwas denken. An Gewalt, Monster, Adlige, Ehefrauen, was auch immer. Es genügt schon, nur daran zu denken? Bei den meisten Berserkern schon. Wir mussten ihm ins Gestein treten, um. Berserker greifen nach dieser Wut. Wir mussten ihm ins Gestein treten, um ihn. Ei. Okay. Ihr habt gerufen. Ja, du hast mir nichts zu erzählen. Okay, Shale. Es spricht. Ja. Hat es denn. Nein. Morrigan. Schätzke. Was liegt an? Wir lagern. Dieses Warum seid ihr noch hier? Das klingt so grässlich. Verzauberung? Mhm. Ich möchte auch was verzaubern lassen. Ja, dann Liliana. Ich habe von euch und Alistair gehört. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ach, jo, oh nein!
Es findet gar nicht zwischen uns, dann sagt jetzt nichts. Wir tun das für Ferelden. Alistair wird ein guter König sein. Ach Gott, das verändert gar nichts zwischen uns. Es verändert alles. Alistair ist ein guter Mann. Er verdient euch. Und er verdient euch ganz. Das werde ich ihm nicht verderben. Ich kann es nicht. Ich werde immer für euch da sein. Für euch beide. Oh mein Gott, wie traurig. Ich kenne diesen Blick. Ihr habt doch etwas... Natürlich. Oh, Liliana. Braucht ihr etwas, meine Liebe? Nun, wir sind im Lager. Dann können wir es doch... Was soll ich sagen? Euer Wunsch ist mir Befehl. Ja, dann machen wir jetzt nochmal Haier bis morgen. Ja, in Ordnung. Ach, Hund. So, Hund ist auch fertig. Bin. Oh, Win. Arcana Krieger, Geistheiler oder Formwandler? Ach, okay. Dann noch eben gucken. Ich kann das immer noch nicht anziehen. Ich glaube das nicht. Wie ist denn meine... Das kotzt mich jetzt so an. 41. Was brauche ich dafür? Jetzt kommt es zu 42, ne? Das gibt's ja nicht. Ach so, das ist Win. Na komm, dann lass mal gucken. Du hast schon gute Sachen an. ...38 Stärke. Der hat 21. Nö. Den brauche ich ja gar nichts wegnehmen.
Okay. Ja, das will's immer. Genau so wird es geschehen. Boah, Moment. Ah, dass ich euch hier treffe. Ich hatte Gerüchte gehört, dass Radcliffe wieder für Geschäfte geöffnet ist, aber dennoch. Ist das nicht beeindruckend? Welch eine Betriebsamkeit! Der Aal war so freundlich, meinem Sohn und mir im Austausch für Vorräte eine Unterkunft anzubieten. Ich freue mich, ihm zu helfen. Und euch natürlich auch. Bitte sagt es einfach, wenn ihr Interesse an meinen Waren habt. Ich bin mir sicher... Wie aufmerksam. Gut. Ja, hinreisen ja. Werde ich mit unbedingt. Den beiden. Ja. Dem Schwert kommt nicht. Ihr seid es, der graue Wächter. Ja. Andraste sei Dank, dass ihr rechtzeitig eingetroffen seid. Ich war mir sicher, diese Monster würden mich erledigen. Wo ist die Armee des Aals? Im Schloss, denke ich. Der Aal hat heute Morgen kurz vor dem Eintreffen der dunklen Brut dort alle in Sicherheit bringen lassen. Ich dachte, ich würde es noch zu meinem Haus und wieder zurückschaffen, bevor sie hier ist, aber ich war zu langsam. Oh, was für ein Glück, dass ihr hier seid. Ist im Schloss noch mehr dunkle Brut? Ja, inzwischen müsste sie die Schlossmauern erreicht haben. Ich verschwinde hier, bevor noch mehr dieser Dinge auftauchen. Nochmals vielen Dank. Ah, na ganz toll. Es ist also Zeit für mehr dunkle Brut. Ich verstehe. Ah!
erst das Dorf retten. Scheiße. Ich brauche Corrigan. Wohin soll ich gehen? Corrigan, das hat gerade aber nicht sehr viel gebracht. Irgendwelche Befehle? Ja, in Ordnung. Wir mussten dem ja jetzt retten hier. Doch. Schatten. Oh, ich kann jetzt die Rüstung anlegen. Yeah. Aber auch einen Helm dafür gekriegt? Nö. Ah toll, jetzt passt das ja wieder nicht hier zusammen. Wieso haben wir denn dazu keinen Helm gekriegt? Nö. So, Alistair, dann kriegst du jetzt die Moloch. Ja, das sieht schon so gut aus. Kann man mit leben. Muss man nicht, kann man aber. Ja, in Ordnung. Ei, 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 ei.
gehörst mir. Ich weiß nicht, wo ich gerade hinlaufe. Aber du gehörst mir. Hä? Lauft mal. Aber selbstverständlich. Ja, in Ordnung. Reißt sie in Stücke! Ich hatte dieses Ohr so nicht in der Tür. In Ordnung! Ihr seid hier, Herren. Ja. Dem Himmel sei Dank. Ja. Ist die dunkle Brut ins Schloss eingedrungen? Einige haben es geschafft, ja. Aber wir konnten die Tore schließen und die töten, die im Hof waren. Mir wurde befohlen, auf eure Ankunft zu warten, Wächter. Euer Kamerad Riordan ist direkt vor dem Angriff der dunklen Brut hier eingetroffen. Er hat wichtige Neuigkeiten für euch. Bringt mich hinein. Wir können uns keine weitere Verzögerung leisten. Ich sollte euch direkt in die Halle bringen, Herren. Sie müssten dort schon auf euch warten. Ich bin froh, euch unversehrt zu sehen. Und euch, Alistair. Oder soll ich euch Majestät nennen? Nein. Lieber nicht. Noch nicht. Die Schar der dunklen Brut, die Radcliffe angegriffen hat, war recht klein, fürchte ich. Wir nahmen an, die Horde würde in diese Richtung marschieren. Aber dem ist nicht so. Laut Riordan zieht das Gros der Horde nach Denerim. Sie sind vielleicht noch 2 Tage von der Hauptstadt entfernt. Was? Seid ihr sicher? Ich meine, wenn das stimmt. Ich habe es mit eigenen Ohren gehört. Ich bin ziemlich sicher. Heißt das, Denerim wird fallen? Nee. Können wir es mit der Horde überhaupt aufnehmen? Ich werde Denerim nicht aufgeben, wenn ihr das meint. Hatte ich auch nicht gesagt. Ich fürchte, es gibt da noch etwas, das für die Grauen Wächter von noch größerer Bedeutung ist. Der Erzdämon hat sich gezeigt. Der Drache treibt die Horde an. Erbauer, steh uns bei. Aber wir können unmöglich in 2 Tagen in Denerim sein. Es ist zu weit weg. Wir müssen zur Hauptstadt marschieren. Auf der Stelle. Denerim muss gehalten werden. Koste es, was es wolle. Kluger. Wichtig ist nur der Erzdämon. Und nur die Grauen Wächter können den Erzdämon bezwingen. Deshalb müssen wir gehen. Dann marschieren wir. Und hoffen, dass die Armee, die wir hier versammelt haben, stark genug ist. Al-Imen, wann können die Truppen aufbrechen? Bei Tagesanbruch. Gut, dann macht euch bereit. Ich werde diese Menschen nicht ihrem Schicksal überlassen. Und wie sollen wir diesen Erzdämon besiegen? Das habe ich mich auch schon gefragt. Dann wisst ihr es nicht? Natürlich nicht. Ihr seid beide unerfahrene Rekruten. Duncan hätte nicht erwartet,
Ich lasse sofort zum Aufbruch blasen. Sobald wir marschbereit sind, melde ich mich. Ich bitte darum. Ich würde gern mit euch und Alistair sprechen, bevor ihr zu Bett geht. Es gibt Dinge, die wir bereden müssen. Ich schicke jemanden, der euch eure Gemächer zeigt. Ihr solltet euch ausruhen, solange ihr könnt. Wie wir alle.